Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Top-Liste. Das Video hier ist ziemlich spontan, habe ich mir jetzt überlegt, weil ich eigentlich eine andere Top-Liste machen wollte, die dann in den nächsten 1 bis 2 Monaten kommt. Aber wie ihr schon am Titel gesehen habt, habe ich mir schnell mal was anderes überlegt, wo ich mir gedacht habe, ey, das könnte eine coole Idee sein. Nämlich schauen wir uns heute mal die 5 härtesten Bosse an, die ich jemals in Spielen bezwungen habe. Nicht, die ich jemals bekämpft habe. Das werden Bosskämpfe sein, die ich wirklich beendet habe, die ich wirklich abgeschlossen habe, wo ich nicht am Ende aufgegeben habe, nachgeschaut habe oder sonst irgendwas, sondern wirklich für mich die Hardcore waren, bewertet wird, wie lange ich gebraucht habe. Ich werde das immer einblenden oder dazu sagen, mal sehen, wie ich es mache. Vor allen Dingen, wie es für mich mit meinem Skill zu meistern war. By the way, ich bin kein, also wer mich kennt, der weiß, ich habe eine sehr geringe Frustspirale und ich raste bei sehr vielen Spielen und schweren Passagen aus. Deswegen sind das für mich schon die Top-Notch-Gegner, die ich hier bezwungen habe. Das heißt, ihr müsst hier nicht 10 Dark Souls-Bosse erwarten. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen mitfühlen, warum mich diese Typen hier so fertig machen. Platz 5 ist allerdings ein Dark Souls-Boss, nämlich der Pursuer oder im Deutschen der Verfolger. Ich habe Dark Souls 2 angefangen, das war mein erstes Dark Souls für die Xbox 360. Das habe ich vor einem Jahr ungefähr gespielt. Ich hast dich da so durchgewählt, wirst Nahkämpfer als Klasse mit Schwert und Schild, ganz typisch, machst du die ersten Gebiete, durchquerst eine riesige Burg und dann triffst du auf den ersten Boss. Ich glaube, der letzte Riese war das. Den machst du ganz easy fertig, weil trotzdem schwerer, solider Boss. Aber erster Boss, Dark Souls 2, ist bekanntermaßen, ich glaube, wirklich sehr bekannt, sehr leicht. Aber dann irgendwie 1,5 Stunden später triffst du auf den Verfolger. Ich habe eine ziemlich beschissene Waffenklasse gewählt, um gegen die Typen zu kämpfen und meine Reaktionen, ihr kennt sie, sind nicht gerade sehr gut. Was eigentlich nicht gut bei diesem Gegner ist. Dieser Gegner hat eine sehr krasse Reichweite, hat ein sehr krasses Erscheinungsbild, nicht viel Kampf-Area und man sollte zum Zeitpunkt im Spiel schon ein bisschen was gemeistert haben. Ich habe mich sogar richtig krass overlevelt, habe immer verschiedene Gebiete nochmal gemacht, habe das Spiel geladen, nochmal gemacht. Ich habe levelmäßig gelevelt wie Sau. Hatte sehr gute Ausrüstung zu dem Zeitpunkt, aber es hat von meinem Skill her einfach nicht gereicht. Weshalb mich dieser Boss dazu gebracht hat, was soll ich sagen, das Spiel nochmal zu spielen, die letzten 4 Stunden Arbeit nochmal zu machen. Ich bin dann auf Magier geswitcht und hatte so mit Fernkampf gegen den Boss kaum Probleme. Ich kann euch nicht wirklich Tipps gegen den geben, außer dass ich sagen kann, er ist bockenschwer für mich. Versucht halt einfach immer schön auf Abstand zu bleiben. Bloß nicht irgendwie versuchen, einen Hieb zu setzen, wenn ihr nicht sicher seid. Das wird's nicht. Schlimm ist es zu wissen, dass der Gegner, glaube ich, später im Game nochmal als Miniboss auftauchen kann. Den ersten Encounter, den ihr habt mit dem Boss, ist auch eine Vorrunde quasi. Also der Bosskampf gegen ihn ist nicht das erste Mal, dass ihr ihn seht. Vorher überrascht er euch irgendwie eine halbe Stunde vorher auf einer Mauer. Und da könnt ihr wählen, ob ihr vor ihm wegrennt oder nicht. Ich hab's gemacht. Und ich habe immer noch ein Traumata vom Verfolger. Ich habe, by the way, danach nie wieder Dark Souls weitergespielt. Ich habe dann nicht mehr weitergespielt. Ich habe vielleicht das nächste Gebiet, wo du dann vom Adler oder so hingetragen wirst, ich weiß es nicht, gespielt, was ich sehr weird fand. Und da habe ich dann beendet. Wenn ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Platz 4 ist Typhon. Typhon, wer mein April-Video gesehen hat, wo ich Titan Quest gespielt habe, der wird diesen Typen ja kennen und generell, wer vielleicht das Game auch gezockt hat. Typhon ist ein Titan und ein extrem harter Boss im Game. Ich habe Titan Quest ja mal in vielen Listen bereits erwähnt, viel erwähnt, dass ich das Game sehr viel gezockt habe als Kind und ich habe jetzt wieder angefangen es zu spielen. Ich würde euch gerne auch wirklich Gameplay von jetzt einblenden, aber ich habe leider meinen Spielstand verloren. Wie auch immer, Typhon, gegen den Typen zu kämpfen ist an sich nicht so krass das Problem, aber der Aufstieg des Olymps von deiner letzten Quelle, wo du wiederbelebt wirst,
bis zu dem Typen hoch musst du ganz viele starke Gegner erledigen. Du musst jedes Mal, wenn du gegen ihn verreckst, irgendwie 1,5 bis 2 Minuten nochmal wieder die Treppe hochlaufen und ihn vernichten. Der Loot, den du von ihm kriegst, ist großartig, aber es ist absolut schwer, ihn zu erledigen. Ich habe den als Kind immer gefürchtet, weil er Elementattacken beherrscht. Er beherrscht physische Attacken, Gift, Dronnen, alles. Der Typ ist ein Titan mit unbegrenzter Macht. Und ich habe damals meinen Charakter falsch gelevelt, als ich das erste Mal als Kind gegen ihn gefightet habe. Ich habe nämlich, einen Charakter mit Speer, Schild und so genommen und das war nicht so gut. Ich habe jetzt ein perfektes Matchup gewählt, was ihr hier im Video auch seht, mit reinen Nahkampfwaffen, Angriff und Verteidigung, großer Riesenform und dann kann man ihn ganz leicht erledigen. Aber ich sage euch, wenn ihr nicht das richtige Matchup habt und immer falsch gelevelt habt und voll die falschen Fähigkeiten habt gegen den Typen, dann wird er echt ficken. Ihr müsst ihm genug Schaden machen, nach einer Zeit regeneriert er sich, sprich ihr müsst eigentlich permanent draufhauen. Schriftrollen bringen auch was kaum gegen ihn, weil er, wie gesagt, Elemente beherrscht und so gut wie all deine Tiere, Wesen, alles ficken kann. Die Arena ist zwar groß, du kannst ausweichen, aber egal wie lange du rumrennst, irgendwann wirst du müde, irgendwann wirst du langsam. Und er fickt dich mit den Meteoren, die er abschießt oder mit seinen Lebensentzugattacken. Der Typ ist heftig, deswegen ist er auch der Endboss von Titan Quest, aber nicht von Titan Quest Immortal Throne. Wer wissen will, worum es darum geht, schaut euch mein Resident Evil 4 Video dazu an. Der dritte Boss ist Javel aus Deltarune. Und da kann ich sehr stolz auf ihn sein, auf mich sein, dass ich den erledigt habe. Ja, Deltarune ist an sich nicht bekannt für ein schweres Spiel und Undertale auch nicht. Aber beide Games kommen in dieser Liste vor. Warum? Weil sie beide harte Secret-Bosse haben oder harte Bosse haben, wenn man es drauf anlegt. Javel habe ich mir persönlich ein bisschen härter gemacht, weil ich dieses ganze... Also du hast zwei Arten, wie du ihn besiegen kannst, sagen wir es so. Du musst erstens mal einen Haufen miese Items sammeln, einen Haufen Aufwand betreiben, um ihn freischalten zu können als Boss. Und dann ist er absolut abgedreht, du musst das Ausweichsystem beherrschen, du musst genug angreifen können und du hast entweder die Wahl, ihn zum Einschlafen zu bringen mit Magie, sich währenddessen zu heilen und quasi deine Charaktere überhaupt nicht angreifen zu lassen, was so ein bisschen der einfachere Weg ist, weil du quasi nur auf Defense gehen kannst und auf Magie. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich das System damals nicht mochte und auch so ein bisschen versucht habe, mir wirklich jeden Gegner durch reines Kämpfen zu besiegen. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe ihn so lange bekämpft, bis man das Special Item von ihm bekommen hat. Javel's Tale oder wie es dann hieß, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie eine krasse Waffe für Susie war es, glaube ich, die extrem viel Damage gemacht hat. Ja, der Gegner ist heftig. Ich finde die Musik gut, ich finde die Arena gut. Der hat mich richtig geschunden. Ich habe den, ich habe 2 Wochen gebraucht, um den zu erledigen. Vom ersten Mal aufeinandertreffen, ich habe das Game sofort durchgezockt, nachdem es rauskam. Ganz spontan von dem Spiel erfahren, hab sofort durchgespielt, hab dann nach Secrets durchsucht, hab dann gesehen, oh, es gibt diesen Boss, machst du den mal? Und ja, das war das erste Mal, dass ich wirklich geschaut habe, dass ich solche Secret-Bosse erledige. Platz 2 haben wir Nummer 3 von Splatoon 2, dem Octo-Expansion-DLC. Wer den DLC gezockt hat und wer diesen Boss bekämpft hat, wird wissen, warum. Dieser Boss ist absolut ätzend. Das ist der Hauptcharakter von Splatoon 1, der einem quasi in der Vergangenheit gegenübersteht. Und der ist absolut nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich ein Kampf, der auf Dark Souls Niveau ist. Du musst ausweichen, du musst perfektes Spielen beherrschen mit einer Low-Waffe, mit der wirklich niedrigsten Ausrüstung. Dein Gegner hat Specials, dein Gegner hat bessere Ausrüstung als du, kann rollen, kann ausweichen. Und du bist ein Furz dagegen, du bist ein Nichts. Zudem ist der Kampf ein bisschen glitchy, vor allen Dingen was Attacken angeht, was Ausweichen angeht. Vor allen Dingen auch was die Bomben und Granaten vom Gegner angeht. Die haben eine höhere Explosionsrate wie sonst, wie deine eigenen Waffen. Was nicht ganz fair ist, vor allen Dingen, hier sind die kleinen Robobomben. Jeder wird wissen, was ich meine. Die Dinger sind im Kampf das Nervigste, was du sehen wirst. Der Kampf hat mehrere Phasen. Die erste finde ich persönlich sehr hart. Dann gibt es, glaube ich, die mit den Seifenblasen. Die ist ganz okay. Was gibt es denn eigentlich noch? Mit den Splashdowns.
die Phase, wo er eigentlich die ganze Zeit nur runterspringt. Dann gibt es die auf diesem komischen UFO drauf, wo er von oben dich beschießt. Jede ist ätzend, jede braucht eine andere Technik. Es ist nicht das Problem, dass du bei diesem Kampf überlebst, das ist es nicht. Du kannst die ganze Zeit Circle, schön rundrum in der Arena, was ihr wahrscheinlich im Video auch sehen werdet. Aber es geht darum, jeder Angriff, jedes Manöver, das du landen musst, du musst ihn in den Fallen locken, du musst einfärben, dass er in deiner Farbe stecken bleibt und dann musst du angreifen. Das Problem ist nur, jedes Mal, wenn du angreifst, wird er deine Rüstung zerstören und dann bist du erstmal für 10 Sekunden völlig wehrlos. Und das ist ein ziemlich krasses Risiko, was du eingehen musst. Ich habe für ihn das erste Mal nach dem Auftreten 5 Stunden gebraucht. Ich habe den DLC gekauft, habe ich in einer Woche durchgegrindet. Die Level waren asozial hart, darüber reden wir nicht. Und dann abends, was war's? Um 9 Uhr ungefähr angefangen, den Boss zu besiegen. Und um 2 Uhr irgendwas war ich fertig. Ich habe also mindestens 5 Stunden gebraucht. Deswegen, der Boss ist hart. Ich habe das Item, wenn ihr es sehen wollt, ihr werdet es im Video sehen. Platz 1 ist fucking Traumata, nämlich Undyne. Undyne, aber im Genocide-Mode, sprich Undyne war Undying. Nicht schön. Ich war damals sehr im Undertale-Modus, ich war so ein kleiner Fan, bin ich heutzutage nicht mehr. Ich habe den Pacifist-Run komplett durchgemacht, danach Genocide-Run nicht komplett durchgemacht, da bin ich bei Sans gescheitert, weshalb er nicht in der Runde, nicht in der Liste ist. Aber Undyne, Undying ist ätzend, weil das ist reines Auswendiglernen vom Kampf, das ist reine weg Überleben, ein bisschen Glück ist auch mit dabei. Ich habe für sie, was war's? 2 Monate gebraucht, mindestens. 2 Monate gebraucht, um sie zu erledigen. Denkst du dir aber, hä, warum ist Typhon mit 6 Monaten weiter hinten in der Liste? Weil Undyne reinweg frustrierend war. Das macht kaum Spaß. Die Musik, die bei den ersten 5-6 Malen noch cool ist, wird irgendwann ätzend. Du musst immer wieder Dialoge überspringen, um zu dem Punkt zu kommen, wo du sie besiegst. Sie wird dir keine Zeit lassen, sie wird dich voll erledigen und du hast zu diesem Zeitpunkt nicht die Gelegenheit, groß zu grinden. Das ist es ja. Irgendwann sind keine Gegner mehr in den Gebieten da, wer weiß, was ich meine. Du hast alle abgeschlachtet und du musst mit deiner jetzigen Ausrüstung versuchen, sie zu erledigen. Du musst fucking ruhig bleiben, du musst das Können beweisen, du musst schnelle Auffassungsgabe haben und brauchst eine gehörige Anzahl Glück, um sie zu erledigen. Das ist Undyne. Fucking heftig, wenn man weiß, dass danach der nächste Boss ein Witz ist, aber dann Sans kommt und dir nochmal richtig reinnudeln wird. Deswegen, das ist ein solider erster Platz. Dann war's es doch erstmal mit der Liste. Ich merke schon, wie meine Stimme ein bisschen aufgibt. Falls ihr irgendeinen von den Bossen kanntet, dann werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehen können, warum ich die jetzt so gelistet habe, warum ich die gewählt habe. Wie gesagt, ich bin kein großer Hardcore-Gamer, der so Challenge-Games spielt, deswegen war das für mich schon von den normalen Spielen, die ich gezockt habe, schon eher die härteren Bosse. Und ich kann sagen, jeder von denen hat mich traumatisiert. Ich habe bei jedem mir innerlich gedacht, du dummer Hurensohn, ich will dich besiegen. Ja, so eine Sache. Die nächste Top-Liste wird dann wahrscheinlich 1 bis 2 Monaten kommen. Ihr könnt euch darauf freuen, weil das wird eine sehr besondere Top-Liste, die ich mir einiges hier durch den Kopf gehen lassen musste. Und da bin ich noch am Überlegen, wie ich die mache und wie ich die anordne. Aber ihr könnt euch darauf freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.